Da sind die Anganetten. So, gehen wir wie immer vor, ne? Ja. Ist hier oben nicht noch ein Ausguck, so ein großer? Ja, da oben aber ist keiner. So, hier haben wir Baracken. Barack Obama. Aber ich glaube, hier ist kein Loch im Zaun. Ach so. Da, doch, kann man rein. So. Ich will gar nicht vorgehen. Ich sehe da drin mal keine durchs Fenster. Hier ist die Tür auch noch zu. Oh. So was haben wir aber noch nie gesehen, oder? Nee. Das ist neu. Sieht aber schön aus, du. Moppethelm. Schulterstütze. Ich bleib mal hier und zieh mal Richtung Ausgang. Wow, PU-Scope, PU-Scope, PU-Scope. Jetzt sag mir bitte noch, dass das da drauf passt auf meine Knifte. Dann bin ich sowas von glücklich. Nein. Jetzt hab ich endlich mal was zum... Passt das vielleicht bei mir drauf? Vielleicht. Ich pack mal meine Knifte aus. Bewache die Tür. Alter. Nee. Passt nicht. Jedenfalls legt er da meine Waffe auf den Boden. Nee, dann passt nicht. Haben sie aber vorher auch besser gemacht. So, weiter in den nächsten. Mal schnell von oben reingucken, ob nicht einer drin rumwuselt. Nee, aber da ist die Tür offen. Ich sehe auf dem Airfield keine Bewegung. Oh! Was hast du gefunden? Motorradhelm, da hinten liegt eine Knifte. Das ist eine Shotgun. Schade. 762 Rounds. Ein Rangefinder. Das hatten wir doch schon mal, oder? Da wollten wir dann ausprobieren, was aber nicht irgendwie so wirklich funktioniert hat. Deswegen trinke ich jetzt was und nehme den Rangefinder mit. Ich guck weiter nach draußen. Ich würde mir gerne wissen, wie das so ist, wenn man, weil, keine Ahnung, mit 10 Leuten oder so spielt. Fällt natürlich schon extrem auf, wenn man dann so einen ganzen Haufen von Spielern sieht, aber so, taktisch ist das bestimmt auch geil. Aha. Also ich kann gucken. Aber ich gucke. Kann ich zoomen oder so? Hm. Nö. So, dann legt es mal wieder aus der Hand. Legt es mal bitte wieder auf den Boden. Dankeschön. Oh, es regnet. Lass dir Zeit. Ja, ich bin soweit fertig. Hast du Knifte draußen? Ja, das bisschen Regen hier. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Der meckert noch nicht mal von wegen, ne? Ich werd nass. Ja, vielleicht hat es im Spiel noch gar nicht wirklich angefangen zu regnen. So, da ist die erste Hanganette. I feel damp. Ne? Nice. I feel damp. Ja, ihr seht keine Bewegung. Ich komme nicht in die Hanganette rein. Die Türen vorne sind zu. Habe ich, glaube ich, gesehen gerade. Nett. Aber der Server ist, respawned. Resettet sich nachher. Also in ein paar Minuten eigentlich. Dann wird ja hier die Hölle los sein. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. So, gucken wir nochmal. Nee, keine Bewegung. Wundert mich. Vielleicht sind die auch alle auf dem anderen Airfield. Nee, die roten Türen sind offen. Ja? Wenn ich das richtig sehe, ja. Weiß ich nicht. Ich kann das nicht so ganz deuten. Firefighter Pants. Blue Cargo Pants. Was liegt hier hinten? Ein Spaten. Schön. Ein Klappspaten.
hab mal gerade oben in diesem Dings geguckt. Was steht da? Ich saß in 5 Minuten, okay. Park your vehicles and rejoin the server after restart. Das ist echt nett. Policejacke. Ein green sweater. Noch ein Spaten. Also hier ist echt nix. Na gut, aber... Ne? Oh, Schuhe. Könnte ich mal austauschen vielleicht. Wenn die nicht kaputt wären. So, dann haben wir hier noch ein Sweater. Doch, die Türen sind offen. Habe ich jetzt auch mal gesehen. I am watching. So, was haben wir da? Genauso viel wie vorher auch. Dann auf zum nächsten. Ich hätte gern ein Snipergewehr. Nichts oder was? Schuhe. Schuhe. Spaten. Was liegt da in der Mitte? Ja, 5 Minuten, das stand da eben schon mal. So, dann also auf in die Feuerwehrstation von dem Dings da. Ja. Hier liegt ein Helmchen. Klamotten. Ich komm mal mit hoch. Noch mehr Helme und Feuerlöscher. Ach, weißt du noch, wie wir die Zombies mit Feuerlöschern besiegt haben? Weil wir nichts anderes hatten. I feel hungry. Na komm, dann iss mal ein bisschen Milchpulver. Ja, für den kleinen Hunger zwischendurch, ne? Tja, schon nicht mehr hungrig. Du oben? Ja. Ich komme jetzt wieder runter, weil hier genauso viel ist wie sonst auch. Okay. Ich renne jetzt mal schnell rüber Richtung Tower oder was es ist. Ich komme dir hinterher, wenn du da bist. Ich will nur sagen, wenn du da bist. Ich bin da. Was ist das? In 1 minute. Das ist schön, dass wir hier sind. Bandana Cap. Hier ist gar nichts. Dann bleib ich doch hier mal liegen. Ja, das bietet sich an. Bin auch gerade überlegen, ob ich nicht mal schnell austreten soll. Kannst du tun. Ach, dann. Ist auch die eine Minute gleich rum. Genau. Dann komme ich gleich wieder. Ja. Also mit allen Tönen und allem drum und dran. Schepper. Tja. Ja. Ich halte mir hier ein bisschen Ausschau. Und die Minute hier an sich ist irgendwie ziemlich lang.
gerade gedacht, ich hätte hinten was gesehen bei dem roten Container. Nicht viel los hier. Ich hoffe mal, das ändert sich. Was ist denn hier mit der Minute los? Hallo? Wie viele sind überhaupt noch da? Einige. Rentner Kalle. Verliert auch gerade die Verbindung. Ah. Wir sind schon ziemlich weit oben, so wie das aussieht. Also noch drei Leute vor uns, dann sind wir ganz oben. Dunkel hier. Herr Kalle verliert die Verbindung. Ich höre dich noch gar nicht. So. Der Rentner Kalle verliert die Verbindung. Der Rentner Kalle. So. Wie ich sehe, hat sich noch nichts getan. So sieht's aus. Das ist eine ziemlich lange Minute. Ja, das habe ich eben auch schon gesagt. Strange. Kann ich ja die Zeit mal nutzen, um hier genauer nachzusehen. Genau, man könnte ja mal ein bisschen in der Karte rumgucken. Aber hier gibt's eigentlich sonst nicht so viel, ne? Hier sollen ein paar Wracks rumstehen, aber das hilft uns ja auch nichts. Nee, nicht wirklich. Was bedeuten denn die Handschellen? Prisons. Gefängnis. Gefängnis. So. Wollen wir als nächstes nach Vibor? Ja, da soll es ein Auto geben. Eins. Eins, zwei, drei, vier. Also zwei ein bisschen außerhalb, aber zwei Stück im Kaff drin und dann nochmal neben. Dann zähle ich sogar fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Fünf Autos. Und davon finden wir bestimmt keins. Aber wenn der respawnt? Na gut. Oh, jetzt ist die Karte schon wieder abgeschmiert. Ob es in dem Spiel auch Socken gibt? Socken? Socken, ja. Mir ist gerade aufgefallen, als ich im Inventar meinen Charakter gedreht habe, der hat keine Socken an. Und danach können wir nach Pustoschka. Pustoschka. Weil da gibt es nämlich 1, 2, 3, 4, 5 Autos. Let's play together DayZ oder die Suche nach Autos. Ja. Und dann nochmal zwei außerhalb. Wie weit ist es denn noch bis Level 1? Ach, ist ja gar nicht mehr so weit. Ah, es regnet wieder. Was ist das hier drüben? Aber von Pustoschka können wir dann dieses kleine, den kleinen Weg nehmen nach Myschkino. Mhm. Da sind drei Autos wieder. Und dann noch weiter nach Westen, nach links. Ja. Da war ich auch schon mal an der Militärbasis. Ja? Ja. Ja, auf jeden Fall können wir da auch noch hin und dann können wir ja mal zum Levelende gehen. Also, Dingsende. Mann, was ist denn hier mit der Minute los? Willst du mich verarschen? Ja, die 5 Minuten waren schon ziemlich lange, ne? Ja, aber die kamen auch zweimal.